Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei The Nisen. Ja Leute, ihr habt's gesehen, ich war schon mal ganz kurz fix auf Toilette. Ja, es war mittlerweile echt dringend. Es hat schon gedrückt. Ja, es hat gedrückt. So, machen wir ganz kurz auch hier das Lichtchen an, beziehungsweise hier das Lichtchen an. Denn hier brauchen wir es nicht einschalten, denn da bin ich schon mittlerweile fertig. So, wir müssen noch was essen und was trinken. Also gucken wir mal in den Kühlschrank rein. Ja, da können wir eigentlich hier mal das super leckere Sushi schnabulieren. Und da kommen wir auch dann nachher gleich zu dem, was ich denn heute eigentlich noch machen wollte. Denn, ja, wie ihr seht, mittlerweile geht mein Essen zur Neige. Und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, ja, wo gibt es denn eigentlich was zu essen? Und wo können wir eigentlich trinken kaufen? Und, ja, Jimmy, wo gibt es das alles überhaupt eigentlich? Ja, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob noch irgendwo hier noch was in den Schränken drin ist. Nee. Also bis auf hier noch ein bisschen was zu trinken, was wir mal in den Kühlschrank stellen, haben wir nichts mehr. Hier haben wir noch unsere Dietriche. Ein Getränk nehme ich mal. Nee, eigentlich brauchen wir ja nichts zu trinken mitzunehmen. Wir gehen uns dann gleich was kaufen. So. Jetzt, ja, Essen geht eigentlich. Eigentlich könnten wir nochmal aufs Klo gehen, Leute. Da war schon ziemlich viel Wasser, das wir da gerade zu uns genommen haben. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz schnell aufs Klo, waschen uns nochmal schnell die Hände. Und dann machen wir uns auch direkt auf den Weg. Denn, ja, wir brauchen Nahrung. Deswegen mache ich mal hier das Lichtchen aus. Da hinten die Lampe können wir eigentlich auch mal ganz kurz ausmachen. So, raus hier aus dem Laden. Und dann gehen wir einmal runter, Leute, und dann, ja, setzen wir uns ins Auto und dann geht's los. So, dann laufen wir mal hier rüber zu unserem Gefährt, gucken, dass da niemand kommt. Wunderbar. Ja, ist noch früh am Tag, Freunde. Wir haben 6.49 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein, ja, gut was, gut, ja, wir haben noch viel Zeit heute. Viel, viel Zeit, um viele Sachen zu entdecken. Mal gucken, was wir heute alles so finden. Des Weiteren müssen wir natürlich hier einmal ganz kurz unser Handy anmachen. Und dann gehen wir erstmal hier zum Pizzacook und setzen erstmal uns wieder, ja, die nächste Shift für um 4. Und wir nutzen jetzt mal das Fahrzeug und dann fahren wir mal eine Runde, Leute. Denn ich glaube, ich muss jetzt mal gucken, entweder in dieser Richtung oder in der anderen Richtung. Oh, stopp! That was close. So, entweder in dieser Richtung oder in der anderen Richtung haben wir nämlich eine Tankstelle. Und an der Tankstelle, Freunde, können wir uns Essen und Trinken besorgen. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob das hier in dieser Richtung war oder in der anderen Richtung. Finden wir auf jeden Fall gleich raus, das ist gar kein Problem. So, hier war Ditte. Ne, da war das in der anderen Richtung, Leute. Mal ganz kurz rum hier mit der Kiste. So, dann müssen wir mal ganz kurz in die andere Richtung fahren. Ja, des Weiteren kann man natürlich an der Tankstelle auch tanken. Das ist überhaupt gar kein Problem, ne? Also, auch da müssen wir natürlich gucken, dass wir da nachher Kohle haben, damit das funktioniert. Und mein Ziel ist es eigentlich, spätestens in der nächsten Folge, unseren eigenen Laden zu eröffnen. Boah, da machen wir mal ganz schnell noch drüber. Damit wir unser eigenes Geld verdienen. Damit wir hier nicht mehr so auf die, auf den Pizzaladen hier angewiesen sind. So. Na komm, da können wir drüber, das ist kein Problem. Dann machen wir hier mal direkt hier den Vorbeifahrer hier. Einmal überholen. Tüt. Komm, lass mich hier vorbei, Junge. Ich habe keine Zeit hier. So, einmal hier vorbei an dem ganzen Laden. Und dann müsste jetzt hier gleich irgendwo auf der rechten Seite eine Tankstelle kommen. Ja, wunderbar, da ist sie doch, Leute. Da ist sie doch, die Pumpstation, die Pumptankstelle. Da können wir einmal in den weißen Feldern können wir tanken und hier können wir tatsächlich auch unser Auto waschen. Ja, eigentlich können wir mal alles machen, ne? Ich würde sagen, wir fahren mal hier drauf. Da können wir einmal tanken. Da sehen wir schon, das kostet ja relativ viel. Ich würde sagen, wir tanken mal. Machen wir mal hier 10 Liter rein, Leute. 10 Liter, guck mal, da ist das Ding hier dreiviertel voll. Kostet auch 17,50. So, das haben wir. Wunderbar. Und hier drinnen, Freunde, können wir jetzt einmal reingehen und einkaufen. So, hier drinnen können wir einmal hier ein bisschen schauen. Hier gibt es auch noch eine Mikrowelle, da können wir uns was zu essen machen. Dann gibt es hier einmal noch ein Klöchen, falls wir uns nochmal entledigen müssen.
So, und hier vorne bei der guten Dame können wir einmal kaufen. Und zwar, hier gibt's Food, Trinken, Tabak und Lottos. Lotto können wir hier spielen. Aber hier gehen jetzt erstmal ein bisschen was einkaufen. Wir brauchen hier ein bisschen orientalisches Chicken, würde ich sagen. Das kostet einen Fünfer. Legen wir mal in den Warenkorb 2 Stück. Dann nehmen wir mal noch hier ein paar leckere Würstchen, ne? Nehmen wir mal noch 1 rein. Und hier mal noch leckere Italian Pasta. So. Ich glaube, das Sushi, oh, das kostet alles einen Fünfer hier. Das geht eigentlich. Nehmen wir hier nochmal so ein schönes Sushi mit. Das ist eigentlich immer ganz super. Dann könnten wir hier mal, was haben wir hier? Schokoriegel. Verschiedenste Art und Weisen. Kann man sich dann aussuchen, ne? Ich würde sagen, wir nehmen mal hier so einen dunklen, kolossalen Schokoriegel noch. Und nehmen noch hier so einen. So. Trinken, Leute. Hier können wir uns sogar leckere Proteinshakes nehmen. Ich bin ja eher so der Schokomensch. Was gibt es noch hier? Vanille, Strawberry, also Erdbeere, Banane. Was steht da? Moment, wir können es auch hier unten, glaube ich, lesen, oder? Beef Cream. Nee, hier unten steht es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall irgendwas mit Limette. Limette Macaroni oder so? Ach, I don't know. Erdnussbutter und Birthday Cake, der Geburtstagskäse. Käse, genau. Kuchen. So, hier. Ich würde sagen, hier 100 Gramm Protein ist da drin, ne? Das halte ich aber für ein Gerücht, Leute. Das halte ich aber für ein Gerücht. Egal. Legen wir mal hier rein. Nimm noch hier so einen schönen mit. Und dann passt das. Da haben wir hier jetzt 37. Ja, nochmal auschecken. Lotterie. Wir sehen hier oben rechts hier die Power-Bonus-Lotterie. 18 Millionen. Können wir da irgendwie dran teilnehmen? Oder? Naja, tatsächlich leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber Leute, dann gehen wir mal hin und holen uns mal noch hier so ein paar Lotteriescheine. Komm. Ein Fünfer kosten die jeweils. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus, oder? Holen wir uns von jedem mal ein. Mal gucken, ob wir die 25 Dollar, die wir hier ausgegeben haben, wieder rausbekommen. So, die kaufen wir jetzt mal. Oh, Moment. Ah, wie auch immer. Zack, 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 zack. Jetzt müssen wir die doch haben, oder? So, gucken wir mal rein hier ins Inventar. Oh, wir haben nur einen gekauft. Habe ich die aus Versehen wieder rausgemacht? War ich so blöd? So, Warenkorb. Aber aus der... Ach, hier, Entschuldigung. Ach, ich bin ja auch blöd, Leute. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Okay, gucken wir mal. Probieren wir. 25 Dollar geht's wieder reinzuholen. Das war schon mal nix, Leute. Das war schon mal das erste Mal nix. Was haben wir hier? 1 Dollar. Naja, das war auch nix. Das meiste wäre ein Fuffi, den wir hier gewinnen können. Heieiei. Heieiei. Und 10er. 11 haben wir wieder drin. Oh ja, nochmal 1 Dollar. 12 haben wir. 13 Dollar. 13 Dollar haben wir schon wieder drin. Okay. 13. 12 gilt es noch rauszuholen, damit wir wieder, break-even sind, sozusagen. So, machen wir noch hier die letzte. Die Sex Machine. Leute, die Sex Machine muss doch Glück bringen, oder? Oh oh. Ah, 14. 14 Dollar. Also, wie ihr seht, ja, normalerweise ist es ja auch immer so, die Bank gewinnt immer. Auch jetzt war es der Fall. 11 Dollar miese haben wir gemacht. Das war nix, ne? Eigentlich kann man auch noch Sachen verkaufen, aber das geht anscheinend hier nicht. Da müssen wir einmal rüber in den anderen Laden. So, dadurch, dass wir jetzt hier einmal draußen sind und sowieso schon hier draußen sind, Leute, checken wir doch mal direkt noch die Waschstraße ab. Wie es denn hier eigentlich vorwärts geht. Komm, wir gucken mal, wie das hier läuft. So, 28 Dollar für eine Autowäsche. Oh Mann, ey, Leute, das ist wirklich teuer. Aber komm, für euch machen wir das. Hopp. Bin ich aber auch mal gespannt, Freunde. Ja, Leute, das ging schnell, ne? Das war hier eine schnelle Geschichte. Aber das Ding ist wieder sauber. Wunderbar. Ja, damit können wir einmal, falls wir natürlich draußen unterwegs sind, auf
in Dreck und Schlamm und hast du nicht gesehen, können wir die Karre einmal wieder sauber machen und können dann wieder das ganze Ding hier ein bisschen, ja, in einem schöneren Glanz darstellen. So, ich habe euch ja auch gesagt, wir haben heute noch was Spezielles vor. Denn wir wollten ja noch eine Runde Blackjack spielen und hoffen, dass wir da wenigstens ein bisschen Glück haben, ne? Das steht ja heute noch auf jeden Fall an. Das müssen wir auf jeden Fall mal testen, Freunde. Das müssen wir testen. Das geht anders nicht, ne? Wir probieren das aus. Wir probieren das einmal aus, Leute. Das wird... Entweder gibt es einen kompletten Reinfall und wir stehen am Ende da mit einer katastrophalen Minus. Oder es wird gut. Oder es wird gut. Oh, Leute, da wurde einer umgefahren. Aber das war mir nett, ne? Nee, Leute. Da wurde einer umgefahren. Können wir dem helfen? Hey, Kollege. Hallo? Er hat noch gezuckt. Oh Mann, und keine Sau hilft ihm. Kann mal hier einer den Krankenwagen rufen oder so? Hallo? Ja. Leute, ich kann dem leider auch nicht aufhelfen, ne? Also, es tut mir ganz ehrlich leid. Die Dame, die interessiert das auch nicht. Die geht einfach mal so da drüber. Ja, okay. Ich kann dem leider nicht helfen. Es tut mir sehr leid. Können wir vielleicht, können wir jemand anrufen? Können wir jemand anrufen? Wir können hier noch nicht mal jemand anrufen mit unserem Telefon, Freunde. Wir können doch nicht mal jemand anrufen. Glaubt ihr das eigentlich? Black Gomio, das gibt's doch gar nicht. Naja, gut. Er ist jetzt auch schon weg, seht ihr? Also anscheinend wurde ihm geholfen, hoffentlich. So, wir fahren vorne zum Casino. Beziehungsweise hier zum Station. Einmal U-Turn. Let's go. Parken wir mal hier das gute Teil. So, und dann rein da. Södele, Freunde. Wie versprochen, wir sind einmal im Casino und dann hocken wir uns doch mal hier an den Tisch und checken mal. Ich würde, was können wir denn hier als Maximum setzen? $25. Ja, machen wir mal erstmal einen 10er, Leute. Machen wir mal einen 10er. Was kriegen wir denn hier? 2 und 9. Da brauchen wir auf jeden Fall noch eine 18. 18 ist eigentlich schon so, ne? Die hat 6. Die wird danach 100 pro noch eine nehmen. Hoffen wir, dass er eine 10er kriegt. Dann könnte es gut sein. Ah, ja. Gut, komm, noch eine. Ach, das ist Stechen, ja. 18, 18 bleibt. Okay, machen wir nochmal. Wir haben eine Dame. Oh, wir haben 17, Leute. Komm. Ah! Wir haben gewonnen! Wir haben 10er gewonnen. Wir haben... Moment, haben wir jetzt... Haben wir nur... Ne, wir haben 10er zusätzlich gewonnen, ne? Okay. Machen wir 15. Wir haben 9, 19. Bleiben wir. Jawohl, Leute. Wieder ein 15er drauf hier. Wunderbar. So, ich will das hier nochmal... Komm, einmal 25, Leute, oder? Oder 20. Geben wir... 14. Nein! Nein! Okay, da müssen wir nochmal ran, Leute. Da müssen wir nochmal ran. 11, 18. Bleiben wir. Wunderbar. Da haben wir den wieder drin. Okay, da haben wir den wieder drin. Sehr gut. Einmal können wir noch. 9, 19. Da bleiben wir natürlich auch am Start. Jawollo! Haben wir wieder was drin? Ah, ich bin so, ne? Ich weiß nicht. Machen wir noch eine Runde. Wir haben jetzt ein bisschen Profit. Wir haben jetzt ein bisschen Profit. Ja, es ist eine gute Frage. Moment. Moment, Leute. Wir müssen mal erstmal auf die Uhr gucken. Wie sieht's denn aus? 12:42, Leute. Ich bin mir ein bisschen, ich bin ein bisschen unsicher, ne? Komm. Wir machen nochmal einen. Wir machen nochmal einen. Ah. Es ist kritisch. Dann können wir nicht gewinnen, glaube ich. Nein! Da hat die 21, die Sau. Die Sau. Das glaubt doch kein Mensch, ey. Okay, nochmal. 13. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine. Jawohl. Da haben wir wieder drin. Sehr gut. Da haben wir da drin. Wir sind wieder bei 9,38. Dame, 12. Wir brauchen... Nein. Den hätten wir aber nicht gewonnen, glaube ich. Den hätten... Wobei... Ah, den hätten wir nicht gewinnen können, Leute. Den hätten wir nicht gewinnen können. 12. 21. Yes. We got it back. Okay, komm. Ich will noch einmal gewinnen. Ja. Haben wir 9,58, Leute. Es reicht. Es reicht. Man darf sein Glück nicht herausfordern. So. So, Freunde. Aber jetzt haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Bis 16 Uhr.
Jetzt gucken wir erstmal. Ich habe euch ja auch erzählt, letztes Mal, man kann hier vorne noch, kann hier irgendwo noch einsteigen, ne? Ich glaube, das war hier vorne. Passt mal auf. Da gehen wir jetzt mal hier erstmal drum rum. Gucken mal wirklich, ob hier alles frei ist. Ich glaube, das war hier hinten dran, Freunde. Irgendwo hier. Okay. Gucken wir mal. Ist keiner am Start? Okay, komm, einmal rein hier schnell. So. Okay, jetzt können wir mal gucken hier, was hier noch alles so hier drin ist. Oh, schön. Noch ein bisschen was an Proteinen. Aber ich glaube tatsächlich, hier so krasse Sachen finden wir hier nicht. Müssen wir echt mal gucken hier. Oh, hier sind auf jeden Fall noch zwei Container. Oh, noch ein Dietrich am Start. Und hier noch ein Proteinshake. Oh, ja. War es das jetzt hier schon, oder was? So ein Riesengebäude? Zwei Räumchen? Das ist aber ein bisschen mau, Leute. Das ist aber ein bisschen mau. Okay, da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht nicht doch noch noch ein Gebäude finden. So, was sagt die Uhr, Leute? 14 Uhr. Okay. Komm, ich laufe mal hier rüber. Guck mal, ob wir hier noch irgendwo was finden. Ah, ich sehe jetzt hier erstmal nichts auf die Schnelle. Hier drinnen waren wir ja schon in dem Gebäude hier. Ja, da können wir jetzt auch nicht mehr rein. Da waren wir ja schon drin, wie gesagt. Ah, das ist natürlich ein bisschen schade jetzt hier, ja. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz schnell auch hier rüber zu dem Dude und verkaufen nochmal unsere Zigaretten. Denn bei dem sollten wir die auf jeden Fall verkaufen können. Ja, hier unter Verkaufen können wir die verkaufen. 10 Stück für 2,50 Dollar. Ja, komm, weg damit. Ich will das nicht haben. So, sehr gut. Das Spray könnten, ja, eigentlich, ne, wenn ich so überlege, also alles, was man kauft, kann man irgendwie anscheinend so relativ für die Hälfte quasi wieder verkaufen. Okay, können wir hier noch irgendwas Cooles kaufen hier, was hier irgendwie mal noch ein bisschen Spannung reinbringt? Eine coole Sonnenbrille, ja, so klamottenmäßig. Wir können uns einen BH anziehen tatsächlich. Wäre vielleicht auch ganz nett. Nicht. Einfach nein, Leute. Einfach nein. Okay. Okay, Möbel können wir uns dann auch noch nachher kaufen. Hatten wir ja schon mal alles gesehen. Ich würde vielleicht tatsächlich mal noch so eine andere Farbe besorgen. Jetzt Frage an euch. Wo sollen wir denn hin? Sollen wir die Eierschalenfarbe, Satinfarbe, Matt oder Seidenmattfarbe nehmen? Und wenn dann, welche Farbe? Ihr könnt ja mal hier so gucken. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila oder Rot. Also, ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr da für Vorstellungen habt. Boden würde ich tatsächlich in so einem hellen, sowas hellem hier machen. Den nehme ich mal direkt mit. So, das war quasi der Verdienst von unserem Blackjack. So, da sind wir wieder draußen, Leute. Und dann gucken wir nochmal wieder auf die Uhr. Es ist 15.16 Uhr. Ja, und bald, Leute, wird das unser Laden, hoffe ich doch mal zumindest. Dazu müssen wir dann natürlich erstmal unsere Produkte kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr als ein Taui. Das steht auf jeden Fall schon mal irgendwie fest, denn sonst wird das irgendwie nichts. Habe ich so das Gefühl. Ich habe das in meiner Testversion schon mal probiert. Da hatte ich nicht alle Regale voll gehabt und irgendwie ist da kein Kunde gekommen. Also, ich weiß auch nicht, wie das dann das alles funktioniert. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn wir alle Produkte, alle Regale dort voll haben mit unseren, mit den 5 Produkten, die man kaufen kann, dass es dann funktioniert. Das ist so meine Theorie. Ob? Dann schauen wir und sehen wir dann. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier vorne, ob wir hier irgendwie noch was machen können. Aber ich glaube, nee, das war ja das Gebäude, ne? Da gibt es ja auch nichts zu tun hier. Nee, hier ist alles, nee, hier ist alles sauber. Wir können mal noch ganz kurz, wenn wir eh jetzt gleich zur Arbeit laufen, ganz kurz beim Austin vorbeigehen und mal fragen, ob der vielleicht noch einen neuen Job hat. So, Austin, wie sieht's aus? Ah, der Austin hat leider momentan nichts
3. Schade. Okay, Leute, das war natürlich ein bisschen blöd und die chillt hier immer noch mit ihrem Bier. Ob das irgendwann mal hier ein Ende nimmt, ich weiß es nicht. So, Leute, dann heißt es jetzt auf jeden Fall, ab geht's, Attacke, Abfahrt. Wir müssen einmal wieder Pizza backen. Also rein da. Und dann müssen wir einmal hier wieder rum. Und ihr wisst ja, wie das Spielchen hier ist, ne? Das Ganze, ich will aber nicht, dass ihr euch da langweilt. Deswegen machen wir das Ganze natürlich wieder schön für euch in einem Zeitraffer. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Leute, also trotz anfänglicher Schwierigkeiten, ja, waren es am Ende dann doch noch 13 Pizzen gewesen. Und ich glaube, das kann sich auch relativ gut sehen lassen hier. Korrekte Pizzen, wie gesagt, 13 Stück. Löhne $14 pro Stunde. Okay. Ging mir jetzt anscheinend ein bisschen mehr. Naja. Bonus haben wir nochmal $60 bekommen. Gesamteinnahmen 116. Bedeutet, wir haben jetzt 1061 auf dem Konto, Freunde. Das sieht doch super aus. Mit dem Geld, Freunde, machen wir uns jetzt erstmal ab nach Hause. Ja, heute trinken wir auf jeden Fall kein Bier. Das war mir ja letztes Mal einfach dann doch ein bisschen zu wild, ne? Fahren jetzt erstmal hier die Karre wieder zurück Richtung Heimat. Damit die auch keiner klaut. Unseren guten heißen Schlitte hier. So, dann können wir mal hier abstellen hier. Zack, 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 zack. Wunderbar. Und da mache ich mich erstmal hoch, Freunde. Ab ins Häuschen. So, einmal rauf hier. Und dann rein hier in die gute Stube. Machen wir erstmal die Tür zu und das Lichtchen an. Ja, also ihr habt auch gesehen zwischendurch, ich muss tatsächlich mal was essen. Das war, ja, es war schon relativ knapp, ne? Es war schon relativ knapp. Jetzt können wir aber auch erstmal unsere ganzen Sachen, die wir hier für den Kühlschrank haben, in den Kühlschrank packen. Ja, das muss ja alles hier irgendwie mal gekühlt werden, ne? Das sieht ja, dass das nachher kaputt geht. Ich glaube, so ein Riegel, Leute, so ein Riegel, den werden wir gleich nochmal schnabulieren. So, den nehmen wir mal noch, denn der gute Kerl, der hat noch ein bisschen Hunger. So, dann müssen wir gleich schon mal aufs Klöchen gehen. Aber vorab, Leute, machen wir jetzt erstmal hier einen schönen Boden rein. So, den möchte ich jetzt mir einmal hier platzieren. Zack. Ach ja, doch. Leute, so viel besser, oder? Jetzt mal wirklich. Das wirkt auch gleich wirklich viel, viel heller, wenn hier so ein hellgrauer Boden drin ist. Und das macht sich auch hier viel besser zum Bett. Ja, zu dem Stuhl jetzt vielleicht nicht unbedingt, ne? Also mit dem Rot. Ja, bei der Wand müssen wir, da bin ich auf jeden Fall auf eure Farben und auf eure, ja, Art und Weise, wie wir das hier gestalten sollen, bin ich mal gespannt, ne? Also, wie gesagt, Wandfarbe, sucht euch mal aus. Falls ihr noch nicht geguckt habt, spult mal ein bisschen zurück. Da habe ich euch kurz gefragt, welche Art der Farbe wir denn nehmen. Also, ich glaube, Eierschalenfarbe, matt etc. pp. Guckt da einfach nochmal vorbei. Und dann sagt ihr mir,
gerne mal, was für eine Wandfarbe wir hier nehmen sollen für die Bude. Und ja, nein, kein Pink. Safe kein Pink. Definitiv nicht. So, dann gehen wir mal nochmal aufs Klöchen hier, bevor der gute Kerl ins Bettchen schmeißen. Bevor wir den Kerl ins Bettchen schmeißen. Eher so. So, machen wir nochmal das komplette Programm. Einmal unter die Dusche. So, dann machen wir das Türchen wieder auf hier. Das machen wir zu. Trinken noch ein Schlückchen. So, Leute. Und dann würde ich sagen, mache ich mich mal in die Floskeln hier. In die Falle eher gesagt. Ja, Leute. Wenn es euch auf jeden Fall wieder gefallen hat, lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dann der Eröffnung von unserem eigenen Laden. Ja, und bis dahin, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.